bekommen dem Mann, der den Sommerhit 2017 geschrieben hat, Nico Santos. Danke. Guten Morgen. Morgen, was frühstückt man in Spanien? Oder geht man da erst um 12 Uhr denn direkt zum Mittagessen? Lustigerweise, man isst ja wirklich erst immer ultra spät, aber Frühstück, also meine Eltern sind ja Deutsche, deswegen, also ich hatte schon Nutella-Brot. Also das ist ein typisches Frühstück, um auch wieder so eisenhaltig durch den Tag zu ziehen. Genau. Didn't see this coming along, you made me a believer. You made me a believer, oh, and now I'm shining from the rooftop, baby. Tell me, will you come and save me? I'm shining from the rooftop, baby. Come pick me up, come pick me up. Also du machst ja schon länger Musik, auch für andere, vor allem für Mark Forster. Hast du Fuck You Goethe Teil 2 auch Musik geschrieben? Wie ist das auch einmal, wenn du dich dann so selber hörst? Ist schon ein lustiges Gefühl, aber also das erste Mal, wenn man diesen Song dann zum ersten Mal hört, ist dann immer so ein verrücktes Gefühl, aber wenn man dann öfter dann hört, dann ist man schon so, jetzt zum Beispiel irgendwann erstmal so die ganzen Kumpels, ich hab den Song gehört und ich hatte 2,5 Monate gebraucht, dass ich den Song auch im Radio gehört habe. Ja, und dann irgendwann war ich wurde ich abgeholt bei Tegel, hab den Song gehört und ich hab die Fenster runtergemacht, alles laut gedreht, ja, und dann bin ich rausgeschrien. I'm shouting from the rooftop, baby. Tell me, will you come and save me? I'm shouting from the rooftop, baby. Come pick me up, come pick me up. Oh, yeah. Radio S.A.B.